Wow, Leute, schaut mal, wir haben uns ein Fahrrad gekauft. Ja, das ist ein Fahrrad, cool, machen Sie mir Key. Warte mal, Billy, so fährt man kein Fahrrad. Was meinst du, es ist ultra cool. Oh ja, es macht so einfach Spaß. Ey, Billy, pass auf, sonst fliegst du auch hin. Billy, warte mal, ist das davon eine Bananenschale? Das ist eine Bananenschale. Billy, steig schnell vom Fahrrad runter. Aua, Sie mir Key. Das heißt so weh, oh mein Bein. Billy, ich hab's dir doch gesagt. Okay, du hättest aufpassen müssen. Oh, mein Zimmer, ich bin hingefallen mit dem Fahrrad. Das kann doch nicht sein. Billy, warte mal, siehst du es da hinten auch? Aus dem Weg, wer seid ihr denn? Du musst stoppen. Ey, stopp mal lieber. Oh nein, Billy, was passiert? Ich hab doch gesagt, aus dem Weg. Du kannst uns doch nicht einfach so überfahren, Billy, alles gut. Billy? Hallo? Warte mal. Was hast du mit meinem Freund angestellt? Ist das dein Ernst? Es tut mir leid, okay. Oh nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Das bringt dir jetzt auch nichts, dass es dir leid tut. Billy, bist du noch am Leben? Ja, ist gut, was meinst du? Ach, puh, du lebst ja noch. Billy, irgendwie siehst du nicht ganz in Ordnung aus. Oh Mann, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ja, entspann dich mal. Es sieht ja so aus, als ob es ihm noch gut geht. Ich kann ihn bewegen. Ja, Billy, das liegt daran, dass, naja, wie soll ich sagen, dein ganzer Körper... Oh, Leute, was ist mit Billy passiert? Oh Mann, ich muss ganz schnell einen Krankenwagen rufen. Ich regel das, keine Sorge. Ja, ruf mal schnell einen Krankenwagen. Ich habe mein Handy gar nicht dabei. Ruf einen Krankenwagen. Oh ja, warte mal, wie geht das mobile Funkgerät nochmal? Oh nein, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich kann es nicht. Nimm du das. Ey, was? Leute, ist das ein Rentner oder so? Warum hast du eigentlich nur eine Unterhose an? Oh Mann, mach jetzt schnell. Da weiß ich mal, wie man mit dem Handy umgeht. Warte mal, ich mach das schnell so. Zack, zack, zack. So, Leute, 112 und das rufe ich jetzt an. Oh ja, komm schon, wir müssen dem armen Kerl auf dem Boden helfen. Oh, wie konnte das nur passieren? Es liegt daran, dass du ihn überfahren hast. Warte mal, was? Nee, ich hab ihn gar nicht überfahren. Hat er das etwa gerade vergessen? Hallo, hier ist die Krankenschwester. Darf ich euch irgendwie weiterhelfen? Warum habt ihr den Notruf gewählt? Oh ja, perfekt. Ihr seid also dran. Wie soll ich sagen? Mein Freund Billy hat sehr schwer erwischt. Ihr müsstet einmal zu Sepp Ugri City Straße kommen. Dort, wo der McDonald's ist. Okay, wir kommen schnell vorbei. Ist es schlimm? Ist es dringend? Ja, es ist sehr dringend. Naja, Billy, willst du mal vielleicht was sagen? Ich sehr bleich. Ich kratze gleich ab. Okay, ja, Sie haben es gehört. Wir sind in einer Sekunde da. Oh, das ist ja gut, dass es ihm wieder gut geht. Naja, wenn der Krankenwagen kommt, dann wird ja alles wieder passen. Ja, ich weiß ja nicht. Naja, ich muss da ganz schnell wieder weg, ne, weil das Altenheim, das sucht mich. Was, das Altenheim sucht dich? Das ist eine lange Geschichte, ich bin ausgebrochen. Tschüss. Ey, warte mal, du fährst mit meinem Fahrrad weg. Ey, hast du nicht gerade eben... Aber Junge, mit was ist denn überhaupt gekommen? Ist das ein Traktor? Tschüss, tut mir aber leid, ne? Ja, ciao, ciao. Oh Mann, Leute, das war echt ein komisch. Aus dem Altenheim ausgebrochen? Ja, okay, der sah auch echt... Der hat eine Unterhose an. Okay, also, ich will ja nicht stressen, aber ich glaube, so langsam müsste der Krankenwagen kommen, sonst muckst ich hier wirklich ab. Ja, Billy, ich seh's, du bist lila angelaufen. Krankenwagen, beeil dich, wo auch immer der gerade ist. Tatschitata, die Krankenschwester ist da. Warte mal, so schnell? Ich habe doch gerade noch eben nach hinten geguckt, da war noch niemand da. Warte mal, dich kenne ich doch irgendwoher. Ja, Krankenschwester, dich kenne ich auch irgendwoher und ich habe keine gute Erfahrung mit dir gesammelt. Oh Mann, du siehst heute echt mal wieder richtig schön aus. Darum geht's gar nicht, okay? Mein Freund, der liegt gerade im Sterben. Wäre schön, wenn du ihm helfen könntest. Nein, dem geht's gut. Keine Sorge, den müssen wir gar nicht ins Krankenhaus bringen. Eigentlich müssen wir dich hinbringen. Ey, warte mal, was? Du hast das für eine Krankenschwester. Ey, du musst meinem Freund helfen. Auf keinen Fall wirst du mich da reintragen. Dir geht's aber voll schlecht. Schau mal, du hast einen kleinen Kratzer. Ja, einen kleinen Kratzer. Und mein Freund, der hat nicht nur einen kleinen Kratzer, der hat... Alter, das sieht gar nicht mehr gut aus. Na ja, gut. Wenn du es so willst, dann werde ich das für dich tun. Denn ich mache alles, was du mir sagst. Okay, dann helf bitte meinem Freund. Ja, ich werde ihn jetzt helfen. Oh, sorry, den habe ich auch versehentlich auf den Boden geschmissen. Zimlocki, die schmeißt mich auf den Boden. Oh, ist weh. Ey, du kannst doch meinen Freund nicht so behandeln. Ups, wieder weggeschmissen. Alter, hör auf, den die ganze Zeit wegzuschmeißen. Ich trage den lieber rein. Nee, okay, alles gut. Ich trage den jetzt wirklich... Oh, da ist er mir wieder ausgerutscht. Zimlocki, wenn ich die in die Finger kriege, geht es nicht gut. Aua. Alter, wie hast du Billy bitte sehr... Mann, der liegt da. Okay, ich hoffe, Billy geht's gut. Ja, dem wird's gut gehen. Willst du vielleicht mitkommen ins Krankenhaus? Oh Mann, du hast einen Kratzer, du musst mitkommen. Rein mit dir. Ey, nein, ich will nicht mitkommen. Oh.
Leute, komme ich jetzt irgendwie raus? Leute, ich muss hier raus. Nein, Billy, wo haben wir uns hier drauf eingelassen? Ich hoffe, ich werde wieder gesund. Okay, also ich fahre euch dann mal, ne? Du kommst hier nicht mehr raus. Leute, was hast du denn da in der Hand? Die hat eine Spritze in der Hand. Alter, die ist sowas von verrückt. Also, wir gehen jetzt zum Krankenhaus. Okay, ja, das tun wir. Oh Mann, Leute, das kann was werden. Ach, wisst ihr was? Ich leg mich einfach hin. Billy, was ist hier passiert, Mann? Leute, ich glaube, wir sind eigentlich schon lange da. Wann macht sie uns endlich die Tür auf? Ich fühle mich hier wie im Gefängnis. Mach uns endlich die Tür auf. Also, ich bin jetzt fertig. Ja, wir können dann einmal rausgehen. So, du kommst jetzt mit zum Lucky. Okay, ja, perfekt. Endlich kann ich behandelt werden. Warte mal, wieso muss ich eigentlich behandelt werden? Also, ja, dann einmal rein ins Zimmer. Ins Zimmer? Okay. Hast du Billy doch vielleicht vergessen? Nee, der ist jetzt auch in seinem Zimmer. Sicher? Was ist das hier für ein Eingang? Warte mal, das musst du nicht sehen. Jetzt geht's allein um dich. Wo geht's da lang, Leute, frage ich mich. Egal, ja, jetzt geht's um mich. Ich habe eigentlich nur einen Kratzer, ich brauche gar nichts. Ja, nee, alles gut, ich muss dich jetzt behandeln. So, dann hätten wir einmal die Spritze. Ja. Warte mal, ich habe Angst vor Spritzen. Nein, das machen wir nicht. Doch, ganz kurz, okay, damit du einschlafen tust. Warte mal, was? Ey, ich hab mich vergessen hier drin. Ey, mein Freund Billy, den hast du vergessen. Du hast ihn nicht mitgenommen. Oh Mann, nicht schon wieder der. Naja, gut, dann nehmen wir den mit. Aber danach muss ich dich behandeln, okay? Dir geht's viel schlimmer als Billy. Weiß ich jetzt nicht. Irgendwie fühle ich mich gut. Schau mal, ich kann springen, ich kann alles machen. Ich kann mich hinsetzen, ich kann Liegestütze machen. Ich kann alles, wirklich. Mir geht's eigentlich gut. Nee, dir geht's schlecht. Das merke ich, okay? Du weißt gar nicht, dass es dir schlecht geht. Aber ich als Krankenschwester merke das sofort. Leute, die fällt sich wieder komplett komisch. Ich muss hoch. Du kannst es auch selber gehen, okay? Warum muss ich dich tragen? Bitte. Aua. Aus Versehen runtergefallen lassen. Alter, hast du gerade meinen Freund runter... Weißt du was? Du trägst ihn gar nicht mehr. Ich werde meinen Freund Billy tragen. So, Billy, einmal mitkommen. Oh Mann, wie konnte ich sowas nur tun? Billy, das ist schrecklich. Warte mal, wie kriege ich dich hier hoch? Billy, komm her. So, und zack, perfekt. Billy, ich werde dich hochtragen. Du bist echt der Beste. Aber das tut so viel. Wie konntest du mich da runterschmeißen? Der ist mir aus Versehen ausgerutscht, okay? Na, ist er nicht, Mann. Die ist sowas von verrückt, weißt du was? Ich trage dich jetzt hier rein. Was ist das für ein Ding? Wir müssen erstmal checken, ob seine Knochen überhaupt funktionieren. Okay, ja, ich tue ihn einmal da drauf. Maki, perfekt. Ich will gescannt. Du musst einmal da rein, okay? Billy, ich glaube, wir müssen dich einmal ganz kurz zusammen machen. So, perfekt. Jetzt muss ich dich einfach reinlegen. Okay, warte mal, ich leg mich rein. So, zack, zack, zack. Ich muss mich einfach reinlegen. Oh, ich krieg mich rein. So, perfekt. Also, dann müssen wir kurz auf den Monitor schauen, ob da alles gut funktioniert bei seinen Knochen. Auf dem Monitor? Warte mal, was ist das für ein Ding da? Warum ist da so ein Bild von mir und von dir? Warte mal, das ist falsches Bild. Oh, das müssen wir ganz schnell wegmachen. Was ist das? Ey, stopp. Das will ich jetzt sehen. Hör auf, dich da vorzustellen. Okay, was ist das da bitte sehr? Hey, warum ist Billy da? Alter, hast du den Billy da abgemurkst? Nee, das ist was falsch. Das siehst du gar nicht. Jetzt sehe ich das. Das bin doch ich. Nein, das bist du gar nicht. Warte mal, so, das machen wir schnell weg. Und zack. So, perfekt. Jetzt siehst du gar nichts mehr. Ja, ich hab's ganz genau gesehen, okay? Das hast du dir eingebildet. Du bist krank, okay? Du bist ganz, ganz angeschlagen. Ich muss dich heilen. Dann bildest du dir sowas nicht mehr ein. Das war ganz sicherlich keine Illusion, keine Einbildung. Doch, das war es. So, lass mich jetzt Billy behandeln. Alter, da auf dem Bild, habt ihr das gesehen, Leute? Da war Billy irgendwie abgemorkst. Also, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dass sie jetzt Billy behandeln tut. Weil, wenn die das vorhat, was auf dem Bild war, dann wird es Billy nicht gut enden. Was passiert hier? Billy, du kriegst gerade ein MRT. Du bist gerade gerönt. Wie viel bin ich komisch? Also, wir haben ihn fertig gerönt. Jetzt könnten wir einmal gucken, ob es ihm wirklich gut geht. Aber ich glaube, da sollte nichts sein. Ja, es sieht so aus, als ob Billy keine Brüche hätte. Warte mal, ich sehe da offensichtlich, dass da ein Bruch ist. Nee, das siehst du nicht. Da ist absolut gar nichts. Doch, ich sehe das. Und das ist nicht schon wieder eine Einbildung. Billy, dir geht's nicht gut. Junge, du hast dein Bein gebrochen. Du hast alles gebrochen. Okay, so fühle ich mich auch. Der wurde überfahren von dem Auto. Also, der hat sich bestimmt was gebrochen. Davor ist er hingefallen auf eine Bananenschale. Nee, alles gut, Senaki, du gehst jetzt hier einmal runter. Ich regel das schon mit Billy. Nein, das tue ich nicht. Ich gehe da nicht runter, okay? Ich kümmere mich um meinen Freund. Du gehst hier, wenn schon, raus. Ich sehe das doch. Sein Knochen ist gebrochen. Nee,
ist denn nichts im Lucky? Warte mal, ich glaube, wir müssen dich auch einmal untersuchen. Bei dir wird es bestimmt noch viel schlimmer sein. Mich untersuchen? Das wäre gar nicht mal eine schlechte Idee. Vielleicht habe ich ja wirklich was. Lucky, was tue ich nur? Keine Ahnung, Billy, jetzt werde ich auch untersuchen. Aber bei mir ist bestimmt alles gut, okay? Du musst mich gar nicht behandeln. Guck mal, ich zeige dir jetzt, dass bei mir alles gut ist. Und wenn bei mir wirklich alles gut ist, dann behandeln wir nur Billy. So, du kommst jetzt einmal runter, denn wir müssen jetzt, ich muss Billy behandeln, okay? Und da darfst du nicht dabei sein. Warte mal, was? Billy behandeln? Nein, nein, nein. Das wirst du nicht ohne mir tun. Nee, du darfst dann nicht dabei sein. So, warte mal, du kommst so lange in dein Zimmer, okay? Du musst da reingehen. In mein Zimmer? Okay, ich warte so lange. Leute, was hat die mit Billy vor? Also, ich habe da kein gutes Gefühl. Ich bin gleich wieder da, okay? Mach dir keine Sorgen. Lucky, lass mich hier bitte nicht alleine. Billy, was macht die mit dem da oben? Okay, Leute, ich glaube, ich muss einfach warten auf meinem Zimmer und nichts tun. Oh Mann, Leute, vielleicht finde ich hier aber irgendeinen Ausweg, wie man rauskommt. Ich meine, in diesem Zimmer war doch dieser Fluchtgang. Die hat mich da irgendwas verdeckt. Und, warte mal, Leute? Nelly, was treibst du denn hier? Sim Lucky, oh nein, nein, ich war hier eingesperrt. Ich konnte gar nicht mehr raus. Warte mal, was? Die hat dich eingesperrt? Oh Mann, hab ich's mir gedacht. Die ist verrückt. Ja, du konntest die Tür nur von außen öffnen. Danke, dass du mir hier rausgeholfen hast. Oh Mann, ich glaube, die wollte, dass ich in dieses Zimmer gehe. Ich bin ins falsche Zimmer gegangen. Wir müssen die austricksen. Das kann nicht sein. Ja, ich glaube, Billy ist gerade oben. Ich weiß nicht, was sie mit ihm dort anstellt. Sim Lucky, aua, aua. Sim Lucky, das sieht nicht gut aus. Ich höre nur irgendwelche komischen Sounds und die hören sich nicht gut an. Sim Lucky, was passiert da bitte sehr? Keine Ahnung, was da mit Billy passiert. Junge, ich sehe ihn da irgendwie oben nur rumspacken. Leute, helft mir! Nelly, weißt du was? Geh wieder auf dein Zimmer. Die darf das auf keinen Fall erfahren, dass ich dir hier rausgeholfen habe. Wir müssen hier unbedingt stellen. Komm, die ist verrückt, Mann. Die hat mich eingesperrt. Okay, und warte mal, weißt du, wie wir entkommen können? Ja, klar weiß ich, wie wir entkommen können. Komm mit, Sim Lucky. Ich kenne einen geheimen Ausweg. Schau mal hier unten. Warte mal, was? Das wollte die mir davor nicht zeigen. Ist das wirklich ein geheimer Ausweg? Ja, da kann man entkommen, aber es ist schwierig. Okay, wir werden das versuchen, aber davor müssen wir Billy da oben irgendwie rausholen, weil ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn wir ihm da jetzt nicht raushelfen. Sim Lucky, helf mir! Okay, ich glaube, es ist langsam Zeit, dass wir ihm raushelfen. Weißt du was, Nelly, warte du hier einfach und ich werde derzeit hochgehen und Billy raushelfen, okay? Okay, wir sind gleich fertig mit der Behandlung. Billy, ich bin gleich wieder da. Keine Sorge. Warte mal, was? Ich ist gleich fertig mit der Behandlung, Leute? Warte mal, nein, ich hoffe, sie hat mich nicht gesehen. So, ich muss nur ganz schnell was aus dem Krankenwagen holen. Haha, da hole ich jetzt meine ganz schlimmen Werkzeuge raus. Was will die da rausholen? Leute, das ist meine Chance. Ich muss sie einfach einsperren und zack. Haha, da kommt die jetzt nicht mehr raus. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Warte mal, wie ist die Tür zugegangen? Haha, ich war das. Und du kommst jetzt hier nicht mehr raus, okay? Mach die Tür sofort wieder auf. Ich werde hier rauskommen. Oh nein, Leute, ich glaube, die kann die kaputt machen. Die Junge, die ist viel zu stark. Die ist verrückt. Oh nein, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Billy, komm hier schnell. Billy? Lucky, ich bin nicht mehr Billy. Junge, warte mal, Billy, wie siehst du aus? Komm hier sofort raus, Billy. Komm hier sofort raus. Was machst du hier? Lucky, wie sehe ich aus? Bitte sag mir, ich bin schlecht. Billy, du bist zu Spider-Man geworden. Warte mal, was? Spider-Man cool? Ja, wie soll ich sagen? Aber, naja, du siehst ja nicht aus wie Spider-Man, du siehst eher aus wie Spudermann. Was soll das heißen, Lucky? Ach ja, egal, das erkläre ich dir später. Leute, wie sieht Billy aus? Was hat sie mit dem angestellt, Du bist auf der... Ah, die macht die Tür rein kaputt. Billy, die schafft das. Sim Lucky, ich stehe hier ab. Warte mal, wie sollen wir abhauen, Sim Lucky? Wir sind am Ende, Sim Lucky. Ich muss hier raus, was in meinem Kopf. Billy, schau mal, hier vorne ist Nelly in dem Zimmer und die kennt einen Ausweg. Warte mal, was? Nelly, was schreibst du hier vorne? Das ist eine lange Geschichte, Billy. Aber die ist verrückt. Die will uns, ich glaube, die will uns abmorsen. Nelly, sieht echt cool aus? Warte mal, Billy, irgendwie sieht so anders aus. Ja, irgendwie ein bisschen ganz anders. Ich bin cool, ich bin Spider-Man. Ja, Billy, lass uns jetzt am besten entkommen. Ich entkomme hier, was ist das für ein Eingang hier? Einfach runter. Okay, also geh da runter. Wir müssen es beeilen, sonst kommt sie gleich nach. Ja, ich habe die Tür zu gemacht. Schnell hier runter. Okay, wo geht's jetzt hier lang? Keine Ahnung, ich hab's mir selber noch nicht angeguckt. Warte mal, was ist das denn? Alter, müssen wir hier auf... Alter, das ist ein Parcours. Wir müssen hier unbedingt irgendwie entkommen. Sind das etwa hier Spritzen? Alter, wir müssen hier drüber springen. Sim Lucky, kommst du, wir schaffen ja. Oder wir müssen auf den Slime. Ja, auf den Slime. Aber pass auf, da ist doch Glas. Die will uns täuschen damit. Die hat den Parcours extra richtig schwierig gebaut. Du musst nicht auf das Glas springen, okay? Ich hab's geschafft, Leute. Okay, ich spring da jetzt auch runter. Okay, jetzt von hier auf die andere Spitze, hier hin. Okay, und perfekt. So, jetzt hier drauf auf die Spitze der Spritze. Und jetzt hier einfach nur rüberspringen. Sim Lucky, komm da runter. Ich hab's geschafft. Ich komme jetzt auch nach, Leute. Wir schaffen das. Oh Mann, Leute, hier ist sowas von gruselig. Was hatte die nur vor mit Billy, mit uns? Was hatte die da vor? So, jetzt über diese Blöcke. Alter, ihr müsst aufpassen, nicht runterfallen, okay? Sim Lucky, ich fahr auf keinen Fall runter.
Ja, Billy, du bist runtergefallen. Was mache ich jetzt? Obwohl, Billy, weißt du was? Du kannst einfach das Wasser hochschwimmen. Okay, ich probier's mal und. Aua, du kannst mir kalt, das ist damit. Was? Das Wasser ist giftig? Hm, wie soll es sonst hochkommen? Ich hab eine Idee, ich bin Spoilerball und zack! Warte mal, was, Billy? Ich kann hochklettern, ich kann Wände klettern. Ey, Billy, das ist unfair, warum kannst du das? Oh, stimmt, die hat dich so Spider-Man gemacht, beziehungsweise so Spooderman oder was auch immer du jetzt geworden bist, Billy. Ich hoffe, du verwandelst dich am Ende wieder zurück, obwohl ich habe keinen Bock, dass du die ganze Zeit so aussiehst. Obwohl, eigentlich ist es besser wie davor. Was soll das jetzt heißen? Sieht irgendwie cool aus? Ja, Billy, so cool siehst du jetzt auch nicht aus. Leute, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, die ist genau hinter uns. Nein. Der Lucky hier oben, let's go. Warte mal, was? Nee, bist du runtergefallen? Oh nein, was machen wir denn jetzt? Keine Sorge, Nate. Ich hole dich hoch. Bleib stehen. Ey, Billy, du bist echt der Beste. Ja, Hochwandlung, perfekt, ich hab's geschafft. Alter, Billy, das ist so ein Cheatcode, dass du das kannst, okay? So, zahl rüber. Aber wir dürfen nicht beide runterfallen, denn sonst kriegst du uns nicht hoch. Das ist viel zu schwierig. So, hier rüber springen, hier rüber. Und Leute, schaut mal, was für ein Profi ich bin. Let's go! Wir haben es gleich bestimmt geschafft, Leute! Ich bin Spooderman! So, nicht mehr viel, Simlucky. Ich spring jetzt hier auch rüber. Bitte nicht runterfallen. Simlucky, kommst du hier rüber und zack! Irgendwie fühle ich mich komisch, Simlucky, als ob ich mich zurückverwandle. Oh nein, was passiert hier mit mir? Oh nein, Billy, du bist wieder der Alte. Okay, was, ich bin wieder der Alte? Ja, du bist, nee, jetzt bist du nicht mehr der Alte. Ja, ich bin wieder der Alte! Nee, du verwandelst dich gerade. Okay, ich glaube, die Wirkung ist nach. Warte mal, wenn wir jetzt runterfahren, können wir also nicht mehr hoch. Oh Mann, das ist gar nicht gut, Billy. Eigentlich wäre es gut. Ey, wie siehst du jetzt aus? Okay, alles gut bei mir? Ja, jetzt siehst du wieder normal aus. Dein Kopf war gerade richtig riesig. Okay, oh nein, zauber lieber nicht hinter dir. Was meinst du, Billy? Oh nein, die ist genau davon, Leute, haut schnell ab! Simlucky, die will uns kriegen. Oh nein, schnell weg hier. Simlucky, weg hier. Ja, aufpassen, ich bin fast ins Wasser gefallen. Okay, nur ganz kurz. Ich habe zum Glück kein Damage bekommen, Billy. So, jetzt hier rüber. Zack, perfekt. Über die ganzen Glasscheiben. Es ist schwierig, Simlucky. Und was mache ich denn jetzt? Alter, Billy, du kannst nicht mehr hochklettern. Okay, du bist kein Spooner mehr. Ich bin auch runtergefallen, Billy. Die kommt gleich jeden Moment. Wir müssen uns beeilen, Billy. Okay, warte mal. Entspannt angehen. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall stressen, Billy, okay? Ja, nicht stressen, Simlucky. Nicht stressen. Wenn du jetzt runterfällst, Simlucky, dann war das mit dir und dann würde ich dich aufessen. Billy, du setzt mich richtig unter Stress. Was sagst du da? Den würde ich abboxen, Simlucky. Pass auf, will ich runterfallen. Alter, Billy, entspann dich mal, okay? Du musst es gechillt angehen. Nelly ist auch schon richtig weit. Leute, ich hab's geschafft. Billy, du musst nur noch rüberkommen, okay? Pass auf, die ist genau hinter uns. Oh Mann, Leute, warum ist die so krass? Okay, hier rüberspringen. Perfekt, hier auf keinen Fall jetzt runterfallen. Auf keinen Fall runter. Nelly, was ist passiert? Simlucky, ich bin runtergefallen. Aber keine Sorge, warte mal. Nelly, ich glaube, das können wir sogar noch. Das ist nicht schlecht. Und zwar kann ich dich hier bestimmt hochheben. Und so, Nelly, komm her. Spring hoch. Es hat geklappt, Nelly. So, zack. Und ich leck dich jetzt hier ab. Das heißt, du kannst von dort. Billy, so, ich mach's auch für dich. So, einmal hochspringen, Billy. Einmal hoch, spring, Billy. Spring hoch. Und so, perfekt. Ich hab dich auch. Und jetzt lege ich dich ja auch ab, Billy. Oh Mann, das ist immer dasselbe mit dir. Warte mal, komm doch mal hoch. Simlucky, komm, du musst mir hochhelfen. Was machst du? Ja, ich helfe dir hoch. So, zack, Billy. Und jetzt bin ich runtergefallen. Brab, Nelly, helf mir hoch, bitte. Und so. Okay, danke, dass du mir hochgeholfen hast, Nelly. Jetzt muss ich hier hoch. So, perfekt. Und Nelly, du musst auch noch hinter mir da hochspringen. Simlucky, wir müssen Teamwork machen. Ja, das müssen wir wirklich. Oh, Nelly, du bist genau hinter mir. Perfekt. So, wir springen hier rüber. Und da musst du auch rüberspringen. Oh, Billy, du bist runtergefallen. Aber es ist nicht so schlimm. Du bist nicht ganz runtergefallen, okay? So, jetzt einfach nur noch darüber. Das wird wahrscheinlich ein schwieriger Jump. Aber ich schaff das. Let's go. Ich hab's geschafft. Und jetzt den nächsten. Komm schon, ich muss es schaffen. Und let's go. Leute, ich hab's geschafft. Bam. Wo geht's jetzt hier bitte sehr entlang? Oh nein. Leute, müssen soll wieder runterspringen. Simlucky, ich hab's auch geschafft. Simlucky, ich bin auch rüber. Okay, ich glaube, wir haben's geschafft. Haha, die Krankenschwester wird es niemals bekommen. Leute, wir müssen da jetzt runterspringen, okay? Okay, wir springen da jetzt runter. Simlucky, wir springen da runter. Wir werden kommen. Keine Ahnung, wo es da lang geht, aber das ist richtig schwarz. Wir springen da jetzt runter. 1, 2 und 3, let's go, wow! Und wow, Leute, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich bin gerade aus der Toilette rausgekommen. Leute, wir sind wirklich aus der Toilette rausgekommen. Oh Mann, wir sind der McDonald's-Toilette rausgekommen, glaube ich. Leute, lass uns hier ganz schnell raus. Komm schon. Wir haben es geschafft. Ich glaube, wir sind entkommen, oder? Ich glaube auch, Leute. Warte mal. Das ist mein Handy klingelt. Oh, das ist das Handy vom Opa. Sollten wir es ihm eigentlich nicht zurückgegeben haben? Simlucky, geh mal dran. Warte mal, ist das etwa die Krankenschwester? Keine Ahnung, warte mal, ich geh mal ran. Wow, was ist das für ein Profilbild? Leute, ich glaube, das ist seine Chaya. Warte mal, was? Simlucky, geh da mal ran. Hey, Günther, wie geht's dir? Leute, warte mal, ist das eine Oma? Ich muss dir sagen, du siehst echt schön aus.
Okay, ich glaube, der Opa war ein Player. Egal, Leute. Ich würde sagen, wir gehen hier jetzt mal ganz schnell weg. Ich schmeiße dieses Handy weg, Junge. Was ist da alles drauf auf dem Handy? Warte mal, gibt es da Fotos? Ich gucke mir das mal an. Leute, was sehen meine Augen da? Okay, warte mal. Ich glaube, wir müssen das Handy ganz schnell wegschmeißen. Wieso denn? Das lass mich jetzt auch sehen. Nein, der Opa war ein ganz Verrückter. So, das schmeißen wir weg und das begraben wir hier. Leute, wisst ihr was? Falls ihr mehr Videos sehen wollt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und drückt schnell aufs nächste Video, damit ihr uns rettet vor der bösen Krankenschwester. Okay, und abonniert natürlich. Doc aktivieren. Oh, danke für die ganzen Cheeseburger, Billy. Woher hast du die? Ich hab die geklaut. Oh nein, schnell weg hier!